Zwei Diebe, Andreas und Maurice, wurden von der Polizei gefangen genommen. Die Polizei kann beweisen, dass beide gestohlen haben. Sie wissen auch, dass beide einen Raub begangen haben. Den können sie aber nicht beweisen. Beide können nun den Raub leugnen oder ihn gestehen. Stellen wir uns vor, Maurice hat bereits ausgesagt, aber Andreas weiß nicht wie. Nehmen wir einfach mal an, er leugnete den Raub. Wenn Andreas den Raub auch leugnet, dann kommen beide für 3 Jahre in den Knast. Gesteht Andreas aber den Raub, so kommt Maurice für 10 Jahre in den Knast. Während Andreas selbst aufgrund einer Kronzeugenregelung nicht ins Gefängnis muss. Den Raub zu gestehen, ist für ihn in diesem Fall also die bessere Option, weil er so nicht ins Gefängnis muss. Nehmen wir nun an, Maurice hätte den Raub zugegeben. Wenn Andreas den Raub leugnet, muss er selbst für 10 Jahre ins Gefängnis und Maurice gar nicht. Gibt auch Andreas zu, den Raub begangen zu haben, so müssen beide für 6 Jahre in den Knast. Die bessere Option ist für Andreas, auch hier den Raub zuzugeben. So muss er 4 Jahre weniger ins Gefängnis. Folglich gibt er den Raub zu, weil unabhängig von dem, was Maurice macht, für Andreas ein besseres Ergebnis herauskommt, wenn er den Raub zugibt. Maurice trifft dieselbe Überlegung und auch er entscheidet sich dazu, die Tat zu gestehen. Beide kommen also für 6 Jahre ins Gefängnis. Beide haben die rationale Entscheidung getroffen. Trotzdem aber kam ein schlechteres Ergebnis heraus, als eigentlich möglich war. Für beide Seiten wäre es klar besser gewesen, wenn beide den Raub nicht gestanden hätten und jeweils nur für 3 Jahre in den Knast gekommen wären. So aber müssen beide für 6 Jahre in den Knast. In der Spieltheorie werden solche Szenarien als Gefangenendilemma bezeichnet. Das sind Situationen, in denen das sogenannte Nash-Equilibrium nicht mit einem Pareto-Optimum zusammenliegt. Das Nash-Equilibrium ist dabei der Punkt, auf dem beide Seiten unabhängig von der gewählten Strategie des anderen ihre Situation durch eine Änderung der eigenen Strategie nicht verbessern können. Das ist nur gegeben, wenn beide den Raub gestehen. Ein Pareto-Optimum liegt vor, wenn die Situation nicht für mindestens einen verbessert werden kann, ohne dabei den anderen schlechter zu stellen. Das wiederum ist an diesem Punkt möglich. Denn wenn beide kooperieren würden, wären sie beide besser gestellt. Fügt man eine dritte Person hinzu, so bleibt das Problem bestehen, auch wenn es dann komplexer wird. Hier bräuchte man schon 3 Matrizen und je mehr Leute hinzukommen, desto mehr Matrizen müsste man betrachten. Auch können die Entscheidungen von Person C Auswirkungen auf die Matrize zwischen Andreas und Maurice haben. Das wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Das Problem bleibt aber jeweils bestehen. Um es möglichst einfach zu halten, werden im Folgenden also jeweils nur die Interaktionen zwischen 2 der Figuren untersucht, auch wenn noch weitere Personen dabei sind. Es wird oft behauptet, dass in Szenarien, in denen ein Gefangenendilemma vorliegt, staatliche Eingriffe gerechtfertigt sein können. Betrachten wir das anhand eines Beispiels. In einer Nachbarschaft mit 10 Personen gibt es ein Kriminalitätsproblem. Ein Sicherheitsdienst, der das beenden könnte, kostet 1000 Euro pro Jahr. Betrachten wir die Situation aus dem Blickwinkel eines Gefangenendilemmas, wenn sich die beiden Nachbarn Max und Franz um den Sicherheitsdienst kümmern wollen. Nehmen wir an, Max erklärt sich bereit, den Sicherheitsdienstleister zu bezahlen. Erklärt sich Franz auch dazu bereit, so zahlen beide 500 Euro pro Jahr und das Problem ist gelöst. Erklärt sich Franz aber nicht bereit zu zahlen, so zahlt Max alleine 1000 Euro, um den Sicherheitsdienst zu engagieren. Franz entscheidet sich also dazu, nicht zu bezahlen. So hat er 500 Euro im Jahr mehr in der Tasche, aber trotzdem keine Kriminalität mehr. Es ist für ihn also in jedem Falle besser. Nehmen wir an, Max weigert sich zu zahlen. Dann müsste Franz 1000 Euro pro Jahr bezahlen, um Kriminalität zu beenden. Oder auch er weigert sich zu zahlen und das Kriminalitätsproblem bleibt bestehen. Wäre einer von beiden bereit, die 1000 Euro selbst zu bezahlen, so könnte das Problem gelöst werden. Sind beiden die 1000 Euro mehr wert als das Ende des Kriminalitätsproblems, aber die 500 Euro weniger, so würde trotzdem die Entscheidung getroffen werden, das Kriminalitätsproblem beizubehalten, weil, egal was der andere macht, Nicht-Kooperation für beide besser ist. Dieses Spiel kann man zwischen allen Leuten aus der Nachbarschaft durchführen. Wenn es niemanden gibt, der bereit ist, die 1000 Euro alleine zu stemmen, würde das Kriminalitätsproblem weiterhin bestehen, auch wenn beispielsweise jeder bereit wäre, 100 Euro pro Jahr beizusteuern. Es wird also, wie bei den beiden Räubern, ein suboptimales Ergebnis gereicht, obwohl jeder für sich die rationale Entscheidung trifft. Um das Problem zu lösen, wird nun vorgeschlagen, den Staat damit zu beauftragen, jedem in der Nachbarschaft über Steuern 100 Euro zu nehmen, um damit das Kriminalitätsproblem zu lösen. Diese Problematik soll es dann auch für andere Probleme geben, wie den Bau einer Straße. Die Problemstellung wird manchmal auch mit anderen Begriffen ausgedrückt, wobei das Kernproblem immer bleibt, dass die Handlungen, die die Individuen zum besten Ergebnis führen, in der Gruppe suboptimal sind.
Es wird also wie bei den beiden Räubern ein suboptimales Ergebnis erreicht, obwohl jeder für sich die rationale Entscheidung trifft. In der österreichischen Schule der Nationalökonomie entwickelte vor allem Israel Kirzner eine Theorie des Unternehmertums, welche auch in großen Teilen vom Mainstream akzeptiert wird. Diese beinhaltet, dass Unternehmer nach neuen Mitteln und Zielen suchen, sie entdecken und implementieren, um eine bestehende Situation zu verbessern. Dies führt dann dazu, dass die Menschen besser dran sind als davor. Jeder kann dabei unternehmerisch tätig sein, um genau das zu erreichen. Eine Sache, die unternommen werden kann, ist es, Mittel zu finden, mit denen man Situationen wie im Gefangenen-Dilemma umgehen kann. Als konkretes Beispiel wäre ein Segment der britischen Spielsendung Golden Balls zu nennen. In dieser Sendung gab es die Möglichkeit, Geld zu erspielen. Am Ende wurden zwei Spieler vor je zwei goldene Bälle gesetzt. In einem Ball befindet sich der Schriftzug Split und im anderen der Schriftzug Steal. Wählen beide die Option Split, so wurde das erspielte Geld 50-50 auf beide verteilt. Entschied sich einer der beiden für die Option Steal, so bekam er das gesamte Geld. Entschieden sich aber beide für diese Option, gingen sie leer aus. Das entspricht wieder der Struktur des Gefangenen-Dilemmas. In einer Sendung wandte einer der Spieler einen Trick an. Er schwor, dass er die Option Steal wählen würde und im Fall, dass der andere Spieler Split wählt, würde er das gesamte Geld teilen. Wenn der andere Spieler auch Steal wählt, würden beide leer ausgehen. Das änderte die Anreize, mit denen sich der andere Spieler konfrontiert sah. Würde er Steal wählen, würde er ohne Zweifel leer ausgehen. Wenn er aber Split wählt, so wurde ihm versprochen, er würde die Hälfte erhalten. Er kann sich nicht sicher sein, ob dieses Versprechen auch eingehalten wird, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, dass er nicht leer ausgeht. Also wählt er die Option Split. Da unser unternehmerischer Spieler die Anreize für seinen Gegner veränderte, konnte er sich sicheren Gewissens für den Split-Ball entscheiden. So entschieden sich also beide für diese Option und das Geld wurde 50-50 unter beiden aufgeteilt. Es sind in der Spieltheorie weitere Wege bekannt, mit denen das Gefangenen-Dilemma gelöst werden kann, auch wenn mehrere Leute beteiligt sind. Zum Beispiel, wenn die Situation immer wieder wiederholt wird, dann ist Tit-for-Tat die beste Strategie. Man kooperiert so lange, wie der andere auch kooperiert, weil man nicht will, dass einem zukünftige Vorteile durch Kooperation entgehen, aber auch nicht durch eine unkooperative Person ausgenutzt werden will. Wenn man eine gute Reputation hat und als jemand bekannt ist, der zuverlässig kooperiert, sind andere bereit, auch mit dir zu kooperieren. Leute, die für Unzuverlässigkeit bekannt sind, haben Schwierigkeiten, Kooperationspartner zu finden. Folglich kann es eine gute Strategie sein, in die eigene Reputation zu investieren. Wenn Leute erkennen, dass dies tatsächlich die richtige Strategie ist, können Gefangenen-Dilemmas gelöst werden. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Douglas North sagte mal, die Spieltheorie beleuchtet die Probleme der Kooperation und untersucht einzelne Strategien, die die Gewinne für die Spieler verändern. Doch zwischen der relativ klaren, präzisen und einfachen Welt der Spieltheorie und der komplexen, unpräzisen und unbeholfenen Art und Weise, wie Menschen ihre zwischenmenschlichen Interaktionen kurieren, klafft eine gewaltige Lücke. Die relativ einfache 2x2-Matrix von vorhin spiegelt also nicht wirklich das reale Leben wider. Menschen sind fähig, solche Problemstellungen zu umgehen. Dieses allgemeine Konzept ist auf sämtliche Problemstellungen, die als Gefangenendilemma ausgedrückt werden können, anwendbar. Sei es beim Bau von Straßen, bei der Bereitstellung von Sicherheit oder dem Schutz der Umwelt. Überall hat jeder Mensch die Möglichkeit, Mittel zu finden, mit denen man das Problem umgehen kann. Der Staat ist für all diese Dinge entbehrlich. Es können auch ohne ihn Wege gefunden werden, diese Dinge bereitzustellen. Im Fall mit den beiden Räubern gibt es einige Eigenheiten, die eine Lösung des Problems verunmöglichen. Beispielsweise können sich die Räuber nicht untereinander absprechen oder ihre Aussage zurücknehmen, wenn sie die Entscheidung des anderen erfahren. In unserer Nachbarschaft mit dem Kriminalitätsproblem ist die Situation anders. Hier ist die Situation nicht, dass ein Sicherheitsunternehmen plötzlich und überraschend jeden Bewohner entführt und in eine Zelle steckt, in der sie dann entscheiden müssen, ob sie kooperieren wollen oder nicht und man sein ganzes Leben mit dieser Entscheidung leben muss. Betrachten wir beispielsweise die beiden Nachbarn, die besprechen, ob sie kooperieren möchten. Hier könnte Max sagen, dass er nur zur Lösung des Problems beiträgt, wenn Franz das auch tut. Die Option, dass Max 1000 Euro im Jahr zahlt und Franz nichts, fällt also weg. Franz hat in dieser Situation also nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder er erklärt sich bereit zu zahlen, oder die Kriminalität bleibt. Ist ihm die Kriminalität also wichtiger als die 100 Euro, so können sie das Problem gemeinsam lösen. Max hat also das Gefangenendilemma gelöst, indem er die Optionen, die dem Gegenüber zur Verfügung standen, veränderte. Die beiden können nun zum nächsten Nachbarn gehen und diesem wieder die Option geben, dass beide bereit sind, 100 Euro zu zahlen, aber nur, wenn sie auch alle anderen davon überzeugen können und ob er mitmacht. So würden sie dann zum nächsten gehen
und so weiter. Bis alle sich dazu bereit erklärt haben, 100 Euro für die Finanzierung eines Sicherheitsdienstleisters beizutragen. Mit unserer kleinen Nachbarschaft von 10 Personen kann es sein, dass das funktioniert. Aber bei einer Gruppe von 100.000 und mehr Personen wird dieser Weg irgendwann zu kostenintensiv. Hier müsste dann ein anderer Weg gefunden werden. Und jeder hat die Möglichkeit zu versuchen, einen dieser Wege zu finden. Manche Situationen, in denen Gefangenendilemmas auftreten, sind einfacher zu lösen als andere. Möglicherweise ist die Verlockung, Trittbrettfahrer zu sein, sehr hoch. Vielleicht ist es auch schwer herauszufinden, ob eine Person zuvor kooperativ war oder nicht. Die Gruppe kann auch zu groß sein. Was auch immer der Grund sein mag, kann das eine direkte Lösung des Problems verhindern. Die Anreize, das eigentliche Problem direkt zu lösen, können also zu gering sein, um es auf direktem Weg zu lösen. Man kann solche schwierigen Probleme lösen, indem man zuerst ein kleineres, einfacheres Problem löst. Die Lösung für dieses leichtere Problem soll dann dabei helfen, das schwere Problem zu knacken, was von Anfang an das Ziel war. Beispielsweise über eine neue Organisation. Diese erzeugt dann zusätzliche Anreize oder löst das Problem selbst. Ein Beispiel für eine solche Institution ist der Staat. Er macht dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Entweder Knast oder du zahlst, damit er marode Straßen, Polizei und versagende Schulen finanzieren kann. Er bringt dich mit Gewaltandrohung dazu, ihm Geld zu geben. Dann nutzt er das Geld, um Dinge wie Straßen und Sicherheit zu produzieren. Aber es gibt auch freiwillige Wege, wie man zur Kooperation bewegen kann. Die Tragik der Allmende ist ein Problem, das einen Spezialfall des Gefangenendilemmas darstellt. Dabei geht es um gemeinsam genutzte Ressourcen, die durch übermäßige Nutzung oder mangelnde Maßnahmen zur Aufrechterhaltung zerstört oder erschöpft werden. Ein Beispiel können Bewässerungssysteme sein. Kanäle und Dämme zu konstruieren, bringt jedem in der bewässerten Region einen Vorteil, denn es ist sehr schwer, Leute daran zu hindern, sich von dem Bewässerungssystem Wasser abzuzweigen, ohne jemals für die Konstruktion des Systems beigetragen zu haben. Daher macht es scheinbar für niemanden Sinn, die Kosten zu tragen. Auch macht es scheinbar für niemanden Sinn, die Kosten für die Instandhaltung zu tragen, denn die Vorteile daraus verteilen sich auf alle, während man selbst die gesamten Kosten tragen muss. Ein weiteres Problem ist die Verteilung von Wasser dar. Viel Wasser zu nehmen, kann für die eigene Ernte besser sein. Es kann aber sein, dass das tatsächlich vorhandene Wasser dafür nicht reicht, wenn das jeder machen will. Deshalb muss Wasser eingeteilt werden. Aber wenn ich mich in meiner Wasserverwendung beschränke und andere nicht, dann haben die anderen mehr Wasser als ich abbekommen und am Ende geht trotzdem das Wasser aus. Also ist es in dem Fall besser für mich, so viel Wasser zu nehmen, wie ich kann. Auch wenn die anderen Wasser sparen, ist es für mich besser, viel Wasser zu nutzen, um eine bessere Ernte zu bekommen. Es ist wieder die Struktur des Gefangenendilemmas. Also könnte man vermuten, dass der Staat benötigt wird, um Bewässerungssysteme zu produzieren. Aber es gibt tatsächlich viele Beispiele für Bewässerungssysteme, die von den Bauern selbst verwaltet werden. Beispielsweise in Nepal. Bis in die 1950er war die Regierung der Meinung, Bewässerung ginge sie nichts an. Und tatsächlich kümmerten sich die Bauern folglich selbst um die Bewässerung ihrer Pflanzen. 1988 wurden etwa 2/3 des bewässerbaren Landes in Nepal durch solche von Bauern organisierten Bewässerungssysteme bewässert. Einige davon bewässern Flächen von über 3000 Hektar. Bis heute haben solche von Bauern verwalteten Systeme in Nepal Bestand. Parallel dazu gibt es in Nepal auch von staatlichen Bürokratien verwaltete Systeme. Aber diese liefern typischerweise schlechtere Ergebnisse. So kam Elinor Ostrom in ihren Ausführungen über Bewässerungssysteme in Nepal zum Schluss, dass bei von den Bauern verwalteten Systemen wird meist mehr Reis angebaut, das Wasser gerechter verteilt und die Systeme sind in einem besseren Zustand als die staatlich verwalteten Systeme. Zwar liefern unterschiedliche Systeme von Bauern unterschiedlich gute Leistungen, aber nur wenige schneiden so schlecht ab wie staatliche Systeme. Die Systeme der Bauern haben unterschiedliche institutionelle Regelungen gefunden, um unter den Gegebenheiten ihrer speziellen Situation die bestmöglichen Lösungen zu finden. Sie machen Regeln, wer wie viel Arbeit für die Aufrechterhaltung der Kanäle beizutragen hat und überwachen die Einhaltung davon. Es ist eine Vielfalt unterschiedlicher Organisationsstrukturen beobachtbar. Aber es ist generell so, dass Systeme mit vielen Personen mehrere Organisationsstufen aufweisen. Das bedeutet, es gibt eine Gesamtorganisation, unter der in mehreren Unterorganisationen die einzelnen Bauern organisiert sind. Dabei kann es prinzipiell auch 3, 4 oder 5 unterschiedliche Stufen geben. Solche Strukturen erleichtern die Koordination bei größeren Personenmengen. All diese Dinge dienen dazu, die Gefangenendilemmas zu lösen. Die Lösungen wurden dabei von den Bauern selbst erarbeitet, ohne dabei auf den Staat zu warten. Nepal ist dabei kein Einzelfall. Weltweit gibt es von Bauern verwaltete Bewässerungssysteme. In Spanien, Indien, Sri Lanka und Japan befinden sich weiter gut untersuchte Beispiele. Fakt ist also,
dass Gefangenendilemmas von den betroffenen Personen selbst gelöst werden können. Rechtfertigungen des Staates, die darauf beruhen, sollte man also nochmal kritisch hinterfragen. Nun mag zugegeben werden, dass einige, viele oder sogar die meisten Situationen, in denen ein Gefangenendilemma auftritt, auf freiwilliger Basis gelöst werden können, ohne dabei den Staat zu benötigen, der die Leute zur Kooperation zwingen muss. Doch eine häufige Behauptung ist, dass Sicherheit und Recht eine Ausnahme bilden. Wenn der Staat nicht für Sicherheit und Recht sorgt, versinkt alles im Chaos, so die Behauptung. Auch in unserer aktuellen Welt gibt es konkrete Beispiele, die diese These in Frage stellen. So gibt es Nachbarschaftswachen, privat organisierte Personengruppen, die freiwillig versuchen, in der Nachbarschaft Kriminalität zu verhindern. Es gibt auch private Sicherheitsdienstleister. Diese übernehmen in Deutschland eine zunehmend wichtige Rolle. Auch gibt es Rechtsstreitigkeiten, die über private Schiedsgerichte gelöst werden. In Deutschland ist in diesem Bereich beispielsweise die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. tätig. In diesen Fällen ist aber jeweils in irgendeiner Form der Staat involviert. Nachtwachen rufen die Behörden. Private Sicherheitsdienstler, wenn auch nicht alle, nehmen häufig staatliche Aufträge an. Und die Rechtssprüche, die von privaten Schiedsgerichten gesprochen werden, werden meist staatlich anerkannt. Außerdem müssen bei Schiedsgerichten beide Seiten der Teilnahme zustimmen. Sie können also einen Räuber nicht zwingen, dem Rechtsspruch Folge zu leisten. Folglich kann man argumentieren, dass es sein kann, dass diese Dinge gute Additionen zu einem staatlichen Rechtssystem sein können, aber nicht fähig werden, es zu ersetzen. Viele folgen dem Staatstheoretiker Thomas Hobbes in der Idee, dass ohne Staat letztlich absolutes Chaos herrschen würde und sich kein Rechtssystem oder ähnliches etablieren könnte. Wie lässt sich diese Behauptung entkräften? Nun, es handelt sich um eine empirisch widerlegbare Aussage. Und es gibt konkrete Beispiele, die dieser Idee widersprechen. In den meisten primitiven Gesellschaften gibt es beispielsweise keine Organisation, die als Staat bezeichnet werden könnte. Trotzdem gibt es in ihnen Institutionen, wenn auch informelle, die man als Rechtssystem bezeichnen kann. Ein Beispiel sind die Kapauku, eine ethnische Gruppe in Papua-Neuguinea. Diese wurden vor allem von dem Juristen und Rechtsanthropologen Leopold Pospisil untersucht. Zu der Zeit, als er seine Untersuchungen anstellte, gab es etwa 45.000. Heute sind es etwa 160.000. Sie hatten keinen Staat. Dennoch gab es Männer, die als Tonobi bezeichnet werden, die eine gewisse Autorität über die anderen hatten. Jeder Kapauku konnte sich einem Tonobi anschließen, womit für ihn gewisse Pflichten entstanden. Im Gegenzug bekam er von dem Tonobi Unterstützung in wirtschaftlichen wie rechtlichen Fragen. Die Tonobi hatten also eine gewisse Gefolgschaft. Aber die Autorität eines Tonobi wurde nicht genommen, sondern gegeben. Die gegenseitige Unterstützung zwischen Tonobi und seinen Anhängern kann jederzeit von beiden Seiten beendet werden. Anhänger entziehen dem Tonobi Unterstützung, wenn dieser eine ungerechte Entscheidung trifft. Aber auch der Tonobi kann die Beziehung beenden. Der Kern ihres Rechtssystems beruht also auf Beziehungen, die zum gegenseitigen Vorteil eingegangen werden. Kommt es zu einer Auseinandersetzung, so gibt es eine Art Gerichtsverhandlung, die jedes Mal relativ gleich abläuft. Mehrere Leute kommen zusammen, es werden Zeugenaussagen getroffen und nach möglichen Beweisen gesucht. Am Ende halten die Tonobi eine Rede, in der sie die Zeugenaussagen und Beweise zusammenfassen. Es werden frühere Entscheidungen und etablierte Bräuche besprochen, dann schlagen die Tonobi vor, wie eine schuldige Person zu bestrafen ist. Die Bestrafung ist meistens eine Strafzahlung an das Opfer. Es wurden auch Fälle beobachtet, bei denen der Rechtsspruch eines Tonobi ignoriert wurde, weil dieser von den Kapauku als ungerecht empfunden wurde. Auch in Europa gab es in der Geschichte Rechtssysteme, die nicht auf einem Staat beruhten, beispielsweise in Island. Die Aussage, dass ohne zentralen Staat kein Rechtssystem geschaffen werden kann, ist also widerlegbar. Jetzt kann noch argumentiert werden, dass das bei primitiven Gesellschaften funktionieren kann, aber nicht in einer modernen, industrialisierten Welt. Tatsache ist aber, dass sich Menschen selbst unterschiedlichste institutionelle Rahmenbedingungen geben können, die auf die eigene Situation angepasst sind. Wie auch die unterschiedlichen Organisationsstrukturen der von Bauern verwalteten Bewässerungssysteme in Nepal zeigen. Folglich ist anzunehmen, dass sich auch nichtstaatliche Rechtssysteme bilden können, die auf eine moderne Welt angepasst sind. Wie aber würde das in einer modernen, industrialisierten Welt tatsächlich aussehen? Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten. Es lassen sich lediglich Vermutungen anstellen. Eine Idee ist, dass Versicherungen als eine Art moderne Tonobi auftreten würden. Man würde sich beispielsweise bei der NCAP Sicherheit AG dagegen versichern, Opfer einer Straftat zu werden. Würde man Opfer einer Straftat werden, so müsste das Versicherungsunternehmen den entstandenen Schaden bezahlen oder dafür sorgen, dass der Straftäter dafür aufkommt.
Würde NCAP Sicherheit das nicht tun, so würde man sich eine andere Versicherung suchen. Auch andere Kunden würden sich als Reaktion einen neuen Anbieter suchen. Daher ist es im eigenen Interesse der Versicherung, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Verletzt man die Rechte eines anderen, der auch bei NCAP Sicherheit versichert ist, so würde verlangt werden, dass man Strafe zahlt. Eine Entscheidung, ob man tatsächlich straftätig geworden ist oder nicht, könnte beispielsweise von einem unabhängigen Schiedsgericht gemacht werden. Wie genau in so einem Fall über Schuld oder Unschuld entschieden werden würde, wäre dann bereits im Vorhinein zwischen Versicherung und Versicherten zu klären. Wenn Entscheidungen intransparent und scheinbar ungerecht getroffen werden, müsste das Schiedsgericht mit Kundenverlust rechnen, so wie auch die Versicherung. Was würde passieren, wenn man sich weigert, die Entscheidung zu respektieren? Egal was passiert, es könnte zu unterschiedlichen Reaktionen kommen. Beispielsweise könnte man einen Boykott des Versicherten androhen, womit dieser dann auch bei anderen Versicherungen keinen Schutz bekäme. Möglicherweise könnte die Versicherung die entschiedene Bestrafung auch mit Gewalt durchsetzen. Dabei wäre dann aber zu bedenken, dass diese Versicherung, wenn dies grob unberechtigt wäre, von den anderen Kunden verlassen werden würde. Was, wenn mich jemand einer Straftat beschuldigt, der bei einer anderen Versicherung, nämlich der BED Versicherungen GmbH, versichert ist? Auch hier wäre eine Einigung zwischen den beiden Versicherungen vor einem Schiedsgericht zu erwarten. Ein bewaffneter Konflikt beispielsweise wäre eine viel teurere Option und daher für beide Seiten kein gutes Geschäftsmodell. Eine Versicherung, die aggressiv gewaltsame Konflikte herbeiführt, wäre enorm teuer und könnte sich weder auf dem Markt halten, noch ihre kriegerischen Aktivitäten finanzieren. Aus diesem Grund würde man andere Mechanismen zur Streitbeilegung suchen. Was, wenn sich jemand gegen die Konsequenzen versichern lässt, die zu erwarten sind, wenn man anderen Gewalt antut? Das wäre enorm teuer. Stell dir mal eine Versicherung vor, bei der speziell festgelegt ist, dass man für die vorsätzliche Zerstörung des eigenen Hauses, beispielsweise durch Brandstiftung, mit einem neuen Haus entschädigt wird und die Versicherung dann weiterläuft. Die Versicherung müsste damit rechnen, dass man beinahe täglich das eigene Haus niederbrennen würde, womit sie dir immer wieder ein neues Haus besorgen müsste. Der Preis einer solchen Versicherung müsste sehr hoch sein. Daher ist es nicht möglich, sich für die vorsätzlich herbeigeführten Konsequenzen des eigenen Handelns versichern zu lassen. So würde das Rechtssystem also gegen so Dinge wie Raub, Mord und das, was Libertäre als Verletzung des Nicht-Aggressionsprinzips sehen würden, vorgehen. Dagegen, dass man ausgeraubt wird, wäre man geschützt. Dagegen, was passiert, wenn man andere ausraubt, wäre man nicht geschützt. Opferlose Verbrechen würden nicht bestraft werden. Die Versicherungsprämie wäre davon abhängig, wie viele Verbrechen in deiner Region begangen werden. Daher hätte man auch einen finanziellen Anreiz, in der eigenen Region so etwas wie eine Nachbarschaftswache einzuführen oder einen Sicherheitsdienstleister zu engagieren, um die Kriminalitätsrate niedrig zu halten. Auch die Versicherungen profitieren davon, wenn sie geringere Kosten durch möglichst wenige Straftaten hätten. Damit wäre es auch für sie bis zu einem bestimmten Punkt finanziell lohnenswert, für eine möglichst geringe Kriminalitätsrate zu sorgen. Auch das könnte über private Sicherheitsdienste funktionieren. Menschen, die nicht versichert werden, hätten einige große Probleme, die andere nicht haben. Werden sie Opfer einer Straftat wie Einbruch, ist es für sie schwer herauszufinden, wer der Schuldige war, weil das sehr teuer sein kann herauszufinden. Folglich wäre es für Einbrecher und andere Kriminelle attraktiver, sich solche Personen als Opfer zu suchen. Folglich wäre es auch für diese Person von Vorteil, einer Versicherung oder einer ähnlichen Organisation beizutreten. Damit würden auch Trittbrettfahrer, also Leute, die von Beiträgen anderer profitieren, ohne selbst etwas beizutragen, verschwinden. Also, das ist eine Möglichkeit, wie ein anarchokapitalistisches Rechtssystem in einer modernen Gesellschaft aussehen könnte. Dabei handelt es sich aber nur um eine Idee. Möglicherweise kämen bei einer tatsächlichen Implementierung andere Institutionen zum Vorschein. Beispielsweise könnten Nachbarschaften für die Durchsetzung der Rechte ihrer Mitglieder verantwortlich sein. Unterschiedliche Nachbarschaften könnten sich dann jeweils mit Hilfe von Schiedsgerichten untereinander einigen. Die Nachbarschaften könnten dann auch parallel zu den Versicherungen existieren. Auch bei Fällen zwischen Versicherten und Mitgliedern einer solchen Nachbarschaft könnten wieder Schiedsgerichte eingesetzt werden. Oder ein privates Unternehmen besorgt sich ein Stück Land und bietet darauf Leistungen wie Recht, Sicherheit, Straßen und was auch immer die Kunden für richtig halten an. Auch könnten sich Kommunen bilden, wo Leute freiwillig auf einem Stück Land, welches Gemeinschaftseigentum wäre, zusammenleben könnten. Würde man die Kommune betreten, müsste man auch die Regeln dieser Kommune befolgen. Man könnte auch die BRD GmbH gründen, die die Hälfte des Einkommens verlangt und dafür marode Straßen und Sicherheit produziert, die so schlecht ist, dass man selbst zusätzlich private Sicherheitsdienstleister engagieren muss. Es wäre interessant herauszufinden, wie viel Erfolg so eine Firma in einer Konkurrenzsituation hätte. Wie würde dieses Unternehmen beispielsweise gegen die Deutsches Reich GmbH abschneiden? Das wäre doch mal interessant herauszufinden. Okay,
Also sagen wir mal, der Anarchismus könnte ein einigermaßen stabiles Rechtssystem auf die Beine stellen und einigermaßen Sicherheit gewährleisten. Wieso soll das aber besser sein als ein staatliches System? Der springende Punkt ist, dass sich die Institutionen im Anarchismus sehr viel dynamischer entwickeln können als bei einem Staat. Dir fällt eine bessere Idee ein, wie man Recht bereitstellen könnte? Mach doch! Und wenn es funktioniert, kündige ich bei meinem alten Dienstleister und bringe mein Geld zu dir. Niemand will bei deiner neuen Idee mitmachen? Okay. Warum? Kann es sein, dass sie einfach schlecht ist? Dir fällt in einem Staat eine bessere Art ein, wie man das Rechtssystem organisieren könnte? Gut. Du musst etwa die Hälfte der Leute im Staatsgebiet überzeugen, dass deine Idee die bessere ist, ohne sie wirklich demonstrieren zu können. Das bedeutet auch, dass es im Anarchismus einen Drang zur Selbstkorrektur gibt. Wenn eine Institution schlechter wird, werden die Leute sich eine andere suchen. Und wenn eine Organisation einen Weg findet, besser zu werden, wird sie mehr Leute anziehen. Folglich besteht immer die Tendenz zu einer Verbesserung des Rechtssystems. Bei den Dienstleistern des Rechtssystems selbst ist es auch in Ordnung, wenn sie flexibler agieren. Denn wenn den Leuten etwas nicht passt, dann können sie einfach ein anderes Angebot wahrnehmen. Der Staat ist im Idealfall beschränkt in dem, was er machen kann, um Willkür und Tyrannei zu verhindern. Auch wenn man davon ausgeht, dass eine Verfassung genau das erreicht und komplett greift, wäre diese dennoch eine Einschränkung, die Flexibilität verhindert. In einem anarchistischen System können mehrere Modelle Seite an Seite leben. Das Modell, welches die besten Ergebnisse liefert, wird die meisten Leute anziehen. Ist eine One-Size-Fits-All-Lösung wirklich das Beste? Für manche Leute passt eben das eine. Andere wollen etwas anderes. Wieso sollten 80 Millionen Menschen notwendigerweise bei dem gleichen Dienstleister sein? Das sind einige der Gründe, aus denen anarchistische Systeme staatlichen überlegen wären. Wenn also der Staat so schlecht ist und Anarchie so viel besser, wieso gibt es jetzt flächendeckend Staaten und nicht Anarchie? Das ist sicher eine faszinierende Frage. Möglicherweise ein Thema für ein anderes Video. Allerdings ist es kein wirkliches Argument gegen Anarchismus. Warum? Nur weil ein Ergebnis wahrscheinlich ist, ist es noch lange kein optimales Ergebnis. Beispielsweise Sklaverei war lange Zeit in allen möglichen Kulturkreisen ein weit praktiziertes Phänomen. Aber auch schon damals bedeutete das nicht, dass Sklaverei in irgendeiner Weise gerechtfertigbar wäre. Die Strukturen, die ohne Staat entstehen könnten, bilden sich im Status quo nicht, weil man nach wie vor gezwungen wird, die staatlichen Strukturen zu finanzieren. Tatsächlich gibt es bereits eine relativ große wissenschaftliche Literatur, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Bereitstellung von Recht und Sicherheit auch ohne Staat funktionieren könnte. Wenn ihr euch also noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt, wäre dieser Literaturüberblick von Benjamin Powell und Edward Stringham zu empfehlen. Dort wird auch auf weitere Beispiele für Rechtssysteme ohne Staat eingegangen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das Konzept, dass Gefangenendilemmas auch ohne Staat gelöst werden können, lässt sich auch auf andere Themengebiete wie den Bau von Straßen oder andere Güter und Dienstleistungen, für die der Staat angeblich notwendig sein soll, ausweiten. Die Institutionen, die sich dann hier bilden, können andere sein als bei Sicherheit und Recht. Das ist auch sinnvoll, da die optimalen Strukturen, um solche Probleme zu lösen, jeweils unterschiedlich sein können. Staatenlosigkeit selbst bietet keine Lösung an. Sie bietet die Möglichkeit, dass sich freie Menschen selbst Lösungen für unterschiedlichste Herausforderungen finden können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, teilt es gerne und lasst ein Like und ein Abo da. Falls ihr noch Fragen habt, schaut gerne mal auf unserem Discord vorbei.